Hallo Leute und willkommen zur Vlog Nummer 421. Wahrscheinlich wieder nach Mitternacht, wenn ihr das seht, aber ich wünsche euch trotzdem noch ein wunderschönes restliches Weihnachtsfest beziehungsweise einen restlichen späten Heiligabend. Es gibt ja noch zwei Feiertage. Ich hoffe, dass ihr die auch alle genießen könnt, ohne arbeiten zu müssen oder irgendwas. Juna ist gerade am Ausruhen. Die hat ihr Nassfutter, ihr Weihnachtsgeschenk schon verdrückt. Ich zeige es euch nachher natürlich noch. Aber auch an Weihnachten denke ich, dass man sich zumindest ein bisschen über Politik unterhalten kann. Mal schauen, wie viele Themen wir heute mit reinnehmen. In Anbetracht der späten Stunde und des Feiertages, wo wahrscheinlich die meisten von euch sowieso andere Sachen zu tun haben, als bei YouTube zu sitzen, habe ich heute mal eher, ich nenne es mal, kompaktere News rausgesucht. Mal schauen, ob wir das kompakt hinbekommen oder nicht. Ich kann es euch nicht versprechen. Ihr kennt das ja schon. Und wir legen direkt los. Denn was darf an Weihnachten natürlich nicht fehlen? Gut, ihr denkt jetzt wahrscheinlich Tannenbäume, Festtagsessen, Verwandte, Geschenke, keine Ahnung, was euch da zuerst einfällt. Aber unsere Medien, die haben das ein bisschen anders interpretiert. Es gab zwar auch die ein oder andere Weihnachtskolumne, dazu auch gleich noch mehr. Aber was nun offensichtlich tatsächlich nicht fehlen darf, ist eine Lobpreisung auf nicht Jesus, auch nicht den Heiligen Geist, sondern auf Frau Merkel. Ohne Scheiß. In der Berliner Zeitung wurde ein Loblied auf Frau Merkel gesungen. Da wurde ein Journalist, ein Autor zu Rate gezogen, beziehungsweise ihm wurde übertragen, offensichtlich einen Artikel zu schreiben, warum er die Frau Merkel denn so toll findet. Denn sie ist die einzige Politikerin, bei der er ja auch an ihren Vornamen denkt, dass er würde nur sie mit Vornamen anreden, so rum. Alle anderen, so die Sarah oder den, wie heißt der Habeck, habe ich total vergessen, da würde er gar nicht auf die Idee kommen. Ja, interessant. Also, wenn es ein Qualitätsmerkmal ist, mit welchem Namen, ob nun Vornamen oder Nachnamen, ein Journalist einen Politiker anspricht, okay, ist jetzt auch nicht unbedingt so üblich, dass man die Staatschefs anderer Länder mit Vornamen anspricht. Klar, sind auch nur Menschen, die kacken auch alle ins Klo, also jetzt nicht falsch verstehen. Aber es ist einfach in der Politik nicht ganz so üblich, dass man da jemanden mit Vornamen anspricht. Und ganz ehrlich, ich bin auch noch nie auf die Idee gekommen, irgendwie die Frau Merkel da Angela zu nennen oder so. Ich meine, ich kenne sie nicht, ihr wahrscheinlich auch nicht. Wenn man sie persönlich kennt, ist das nochmal was anderes. Aber wenn man drüber redet, dann ist das doch auch nur die Merkel oder halt die Frau Merkel. Würde mich doch sehr wundern, wenn ihr das in eurem Privatleben anders handhabt, ohne sie zu kennen. Ich weiß nicht, in welcher persönlichen Beziehung der Autor nun zu ihr steht oder auch nicht steht. Das ging aus dem Artikel nicht hervor. Aber seine Einleitung bezog sich darauf, dass sie die Einzige ist, die er mit Vornamen ansprechen würde, weil sie ist ja so unvergleichlich. Sie ist nicht wichtig, sie ist unkorrupt, sie ist durchsetzungsfähig oder so. Und überhaupt, wer sonst außer Frau Merkel kann es denn mit Staatschefs wie Trump oder Erdogan oder Putin aufnehmen? Naja, also bei der Fragestellung ist eigentlich der ganze Anfang schon falsch, denn ganz ehrlich, wo nimmt es die Merkel denn mit Trump, Putin oder Erdogan auf? Im Gegenteil, sie wird eigentlich eher von diesen Staatschefs getrollt. Ich erinnere nur an Putins Dockenstreich. Ich glaube, das waren Docken, wo man Putin süffisant grinsend auf seinem Stuhl sitzen sieht und Frau Merkel da ängstlich schlotternd in ihrem Sitz. Da hat sie aber nicht gezittert, da saß sie wirklich sehr unbehaglich auf ihrer Seite, als Putins Hunde sie da begrüßt haben. Also sah doch sehr freundlich aus von Seiten der Hunde, die wollten halt mal schnuppern gehen. Aber anscheinend hat Frau Merkel Angst vor Hunden und Putin saß da so richtig zufrieden, grinsend. Also da habe ich schon gedacht, geile Nummer. Sicher, es ist ein bisschen gemein, aber ich kann es absolut verstehen. Also so zu tun, als hätte Frau Merkel da die anderen Staatschefs in der Hand, das ist doch völliger Käse. Und ich denke, dass ein Herr Trump sie genauso wenig ernst nimmt, wie ein Herr Putin das tut. Zumindest nicht mehr als unbedingt nötig in ihrer beruflichen Konstellation. Und dass ja, der ganze Vergleich, diese ganze Herangehensweise, als hätte sie da jetzt die ganze Weltkugel in der Hand, das ist vollkommen absurd. Aber das ist halt Weihnachten, da muss man wahrscheinlich der Frau Merkel Lob preisen, genauso wie der heiligen Gretel und so. Wenn ihr heute nicht gegen Gretel gebetet habt, holt das nach. Aber da habe ich noch andere Sachen für euch, denn da wollten wir gestern schon drüber reden. Da kam das Ganze noch ein bisschen anders daher. Nämlich in der Welt gab es einen spannenden Artikel, nur einen Tag vor der Lobpreisung in der Berliner Zeitung. Berliner Zeitung muss das gewesen sein, ja. Der sich damit beschäftigt hat, dass nach Frau Merkel die Politik in Deutschland in einem traurigen Zustand ist. Jetzt, wo Frau Merkel nicht nochmal antreten wird, hat sie ja
mitgeteilt, sie möchte nicht nochmal Kanzlerin werden. Ja, zum Glück auch, hat ja mehr als genug kaputt gemacht. Jetzt befindet sich die Politik Deutschlands in einem ganz, ganz traurigen Zustand. Und ich denke, da würden die meisten von euch jetzt kommentarlos beipflichten. Ich ebenfalls, denn das, was da teilweise verbrochen wurde, das lässt sich nur schwer rückgängig machen. Ob da nun die Weitsicht gefehlt hat, ob es reines, ich bin ein bockiger Kanzler oder eine bockige Kanzlerin und will das jetzt aber durchdrücken oder ich will die Verantwortung nicht auf mich nehmen und mal wirklich eine Entscheidung fällen, sei mal dahingestellt, wo das nun herkam. Aber sie hat jedenfalls fulminante Fehler begangen, passt fulminant in dem Kontext eigentlich nicht, aber ihr wisst ja, was ich meine. Und da habe ich mich schon gefreut, dass die Welt das tatsächlich mal aufgreift und thematisiert. Ja, allerdings weit gefehlt, denn was hat denn die Frau Merkel in der Meinung der Welt so rum oder des einen Journalisten so falsch gemacht? Warum ist denn die Politik so schlimm in Deutschland aktuell? Ja, da würden jetzt nicht nur mir, sondern auch euch wahrscheinlich 1000 Beispiele einfallen, aber die Welt bezieht sich darauf, dass während Frau Merkels Amtszeit die rechtsradikale Alternative an die Macht kam, beziehungsweise sich formiert hat, sich gegründet hat und auch Fuß fassen konnte. Das ist die Verfehlung von der CDU, von der Frau Merkel. Aha. Also ganz ehrlich, es ist schon ein dreistes, ein ziemlich starkes Stück, die AfD pauschal als rechtsradikal oder sogar extremistisch, ich bin mir ja gerade gar nicht mehr so sicher, zu bezeichnen. Ohne vielleicht mal darauf hinzuweisen, dass das, was die AfD in den letzten Jahren geleistet hat, exakt das ist, wofür die CDU mal gewählt wurde. Die AfD hat das weggeworfene Wahlprogramm von der CDU wieder aufgegriffen, nachdem die CDU massivst nach links gerutscht ist und will im Prinzip nur das fortführen, was die CDU-Wähler sich von ihrer CDU, von ihrer Frau Merkel damals 2005 erhofft haben, was ja ursprünglich im Wahlkampf auch mal angekündigt war. Der große Aufhänger war ja nun die Euro-Kritik bzw. die Kritik an diversen Euro-Rettungsschirmen, die Milliarden verbrannt haben, um irgendwelche Banken zu retten, die Geld aus dem Boden stampfen, wo es eigentlich gar nichts zu retten gibt, wenn man es mal ganz, ganz auf den Punkt gebracht sagt. Und das war im Prinzip der Aufhänger, dass die AfD überhaupt gegründet wurde. Ja, die CDU hat sich damit nicht sonderlich tiefgehend beschäftigt mit dem Thema, hat die Leute abgewatscht, wie sie es jetzt mittlerweile in fast jedem anderen Thema auch tut, zumindest ihre Kernwählerschaft. Und das hat sich dann im Laufe der Legislaturperiode Frau Merkel so ein bisschen verschoben. Es fing an mit Eurokritik, beziehungsweise nicht mehr Kritik an der Währung an sich, sondern an den ganzen Umständen, wohin es sich denn entwickelt hat. Denn der Euro an sich, da war mal eine gute Idee, das ist ganz klar. Aber auf Biegen und Brechen da irgendwie eine gemeinsame Währung auf Ländern überstülpen, die nun wirklich wirtschaftlich nicht viel miteinander gemeinsam haben, das funktioniert so nicht. Man kann Italien nicht mit Schweden vergleichen, man kann Polen nicht mit England vergleichen und so. Das geht einfach nicht. Gut, die Engländer haben von vornherein gesagt, wir behalten unseren Pfund. War wahrscheinlich eine sehr kluge Entscheidung. Die haben ja von Anfang an auch immer so ein bisschen Sonderregeln rausgehandelt, was man in Deutschland vielleicht auch hätte tun sollen. Aber im Prinzip hat man den größten Fehler direkt zu Anfang begangen, indem man meinte, man stülpt jetzt da diese Käseglocke rüber und alle müssen irgendwie mitmachen, egal ob es zusammenpasst oder nicht. Das fängt ja schon bei ganz banalen Sachen an, diese ganzen EU-Richtlinien von wegen Standardmaß von Hotelbetten. Ja, mein Gott, in Italien ist eine ganz andere Hotelbettengröße als in Norwegen, beziehungsweise generell Standardbettengröße. Das ist halt, naja, regionale Unterschiede. Die einen legen mehr Wert auf die Ausstattung in dem Hotel, die anderen auf die. In Italien muss eine Klimaanlage her, was in Norwegen vielleicht nicht so wichtig ist. Solche kleinstteiligen Geschichten schon. Und wenn man das nicht hinbekommt, das kann man nicht vereinheitlichen, das ist ganz klar, das sollte man auch nicht tun. Aber wenn man schon merkt, daran scheitert es, dann frage ich mich doch echt, wie man da einen ganzen Kontinent vergleichheitlichen, vereinheitlichen will, was nirgendwo auf der Welt so funktioniert. Na klar, da kommt wieder das Beispiel die USA und so weiter. Wie hat sich die USA denn entwickelt? Das waren in der Regel Einwanderer aus Großbritannien, Spanien und Portugal zuerst mal. Die haben ihre Kultur mitgebracht und sind von der Ostküste rüber in die Westküste gesiedelt. Das war in Europa aber anders. Hier gab es ganz viele kleinere einzelne Kulturen, die organisch gewachsen sind und die man jetzt irgendwie zusammenstampfen will. Und dass das nicht funktioniert, das hat nun nicht nur die AfD erkannt, aber die AfD hat das natürlich zuerst thematisiert, was vielleicht auch von Seiten der CDU mal notwendig gewesen wäre. Natürlich hat sich das dann so ein bisschen gewandelt zum Thema Migrationspolitik, weil auch da die CDU massivst versagt hat. Ich denke, das kann man auch so auf den Punkt ausdrücken, ohne dass man gleich blockiert wird, was weiß ich, dass da die Linken alle Sturm laufen, denn dass 2015 eine massive Fehlentscheidung stattgefunden hat, beziehungsweise dass man da eventuell von Anfang an das Chaos besser hätte sortieren müssen und nicht einfach alle Leute reinwinken, die über irgendeine Grenze kommen. Ich denke, das ist mittlerweile auch jedem klar. Und sich dann hinzustellen von Seiten von Frau Merkel und zu meinen, jetzt sind sie halt da, seht, wie ihr damit klarkommt, wir schaffen das, ihr schafft das, ich nicht, ich bin dann fertig hier. Und
Oh, ich kann mich ja auch auf meine Farm nach Panama oder Uruguay oder wo hat sie die Farm zurückziehen, ist ja auch egal. Aber das sind alles so kleine Brocken, die nachhaltig dafür gesorgt haben, dass nicht nur die CDU bei vielen unten durch ist, unabhängig vom absoluten Linksruck, sondern besonders auch Frau Merkel als Person an sich. Und das war natürlich nicht Thema des Weltartikels. Nee, doch, Weltartikel, so rum. Da ging es nur darum, dass es ja angeblich einen Rechtsruck gab und die SPD massiv nach links gekippt ist. Ja, das stimmt ja alles. Da sollte man sich mal fragen, warum. Beziehungsweise der Rechtsruck ist eigentlich kein Rechtsruck. Der Rechtsruck ist ein, wir bleiben in der Mitte, während alle anderen nach links driften. Das ist immer noch ein großer Unterschied. Wenn man aber versucht, die Mitte künstlich nach links zu verschieben, was einfach nicht passt, weil die Gesellschaft dann nicht mitmacht, zum Glück nicht mitmacht, dann ist es natürlich einfach, von einem angeblichen Rechtsruck zu sprechen. Ist klar, ne? Naja, so viel zum Thema Frau Merkel. Es gab noch eine weitere Umfrage von der Funke Mediengruppe repräsentativ. Denn es wurden 1048 Personen gefragt, wie viel Vertrauen sie in welchen Staatschef haben. Und da hat die Frau Merkel wohl gewonnen, besonders in der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen, der jungen Leute und ganz besonders bei Frauen. Naja, es wurden 1048 Leute befragt, ausgewählte Leute. Da könnte man auch schon leichte Zweifel anmerken. Das Ganze wird als repräsentativ verkauft und das passt so ein bisschen zur Lobpreisung auf Frau Merkel. Zu Weihnachten muss man ihr ja huldigen, da haut man eine Umfrage raus, die sie in den Himmel lobt. Man hat natürlich auch die Verlierer der Umfrage gefunden, denn wie kann es anders sein? Boris Johnson und Donald Trump, die interessanterweise beide gegen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunkbeitrag sind, beziehungsweise Boris Johnson ist es definitiv, bei Donald Trump bin ich mir nicht sicher, ob er sich mal direkt dazu geäußert hat. Ich habe aber irgendwie sowas im Hinterkopf, dass er das mal kritisiert hat. Aber da will ich mich jetzt nicht festlegen. Boris Johnson hat es definitiv getan. Er ist dafür, es abzuschaffen und ist deswegen natürlich eins der Hassobjekte unserer Medien. Ob da nun die Funke-Gruppe unbedingt davon profitiert oder nicht, beziehungsweise doch Funke, nee, Funke ist nicht öffentlich-rechtlich, aber es ist ja mehr oder weniger alles das Gleiche, jetzt ganz böse gesagt. Wie waren die Eigentumsverhältnisse bei dieser Funke-Gruppe? Gehören die nicht auch mit zur SPD in bestimmten Teilen, die wiederum in den Rundfunkbeiräten sitzen ohne Ende? Naja, das ist ja irgendwie alles ineinander verkettet und verstrickt und die eine kriegt der anderen halt irgendwo kein Auge aus. Naja, so viel dazu. Auch Putin kam nicht ganz so gut weg bei dieser Umfrage, Erdogan auch nicht unbedingt, aber man hat sich mal wieder darauf eingeschossen, dass Donald Trump, der ist dem keiner vertraut, nur 2% Frauen und die Linken lehnen ihn zu 100% ab. Und bei Frau Merkel waren es, ich glaube, fast 60% Zustimmung. Naja, wen man da gefragt haben will, ich weiß es nicht, denn die Stimmung in der Bevölkerung, in der Öffentlichkeit, die sieht ja schon ein bisschen anders aus. Ich glaube, ihr habt alle die Videos im Kopf, wo Frau Merkel irgendwo aufmarschiert, da ihre Rede hält und die Zuhörer gelinde gesagt, na, nicht ganz so begeistert von Sinn. Und das steht schon irgendwie in einem krassen Kontrast zum Thema, Frau Merkel ist ja so toll und die Einzige, die ich mit Vornamen anreden würde. Und sie hat ja die Staatschefs in der Hand oder unter Kontrolle. Sie ist ebenbürtig mit ihnen. Nee, ist sie nicht. Die Dame hat null Ausstrahlung, die Dame hat, ich weiß nicht, wie ich das freundlich ausdrücken kann, aber da ist nicht, also da ist kein Charisma, da ist kein gar nichts. Sie steht da mit ihrer Raute, guckt bockig, zittert teilweise bei der Hymne, muss sich hinsetzen. Also die kannst du nicht mal irgendwo repräsentativ hinbringen, weil da schämst du dich ja in Grund und Boden. Und na klar, sie ist älter, das kann mal passieren. Aber verdammt nochmal, wenn es gesundheitlich nicht geht, dann spielt doch mit offenen Karten und macht nicht so ein, ja, nichts getrunken und die Wärme, bla bla bla, das ist doch Bullshit. Also wie man da noch Vertrauen entgegenbringen kann, ich weiß es nicht. Aber die Funke Mediengruppe wird es wissen. Die Firma, ich habe den Namen der Firma vergessen, ist auch nicht ganz so wichtig. Aber weg von Frau Merkel, denn wir haben noch was anderes. Die liebe Margareta hat wieder einen losgelassen im Spiegel. Ich gehe davon aus, dass das zur Abwechslung tatsächlich mal Satire war. Ich bin mir dabei ihr nie ganz so sicher, weil ich traue der eigentlich alles zu. Aber das sah schon nach nicht ganz so ernst gemeint aus. Und sie hat sich anscheinend auch selber auf die Schippe genommen, wobei ich mir bei dem Part echt nicht ganz so sicher bin, ob sie das nicht wirklich ernst gemeint hat. Denn es ging um Weihnachten. Sie gibt Tipps, wie Weihnachten ein beschauliches Fest wird, mit wem man worüber reden kann, welche Themen sich als Smalltalk anbieten und so weiter und so fort. Ja, dass die Margarete sich letztens noch über Weihnachtslieder ausgekotzt hat, weil die ihr ja alle so gediegen sind. Jetzt, das hat sie natürlich so nicht formuliert, das ist jetzt meine Zusammenfassung des Ganzen, das lassen wir mal außen vor. Sie meinte, dass es eine ganz tolle Idee ist, mit den Verwandten über den Klimawandel zu reden und über Fleisch essen und was weiß ich nicht alles für ein Blödsinn, also dieser ganze Greta-Bullshit, weil da kommt ja Harmonie auf.
Ja gut, das ist wahrscheinlich der satirische Teil. In der Einleitung hat sie allerdings geschrieben, dass sie doch immer gefragt wird, wie sie es denn macht, dass sie so gelassen und ruhig bleibt und alle Meinungen zu Wort kommen lässt und so weiter und so fort. Naja, also ich hoffe, dass das auch Satire ist, denn die Margarete ist nicht unbedingt dafür bekannt, alle Meinungen zu Wort kommen zu lassen. Das, was in ihren Kolumnen in der Regel ist, das ist, naja, sehr, sehr einseitig und das ist noch nett ausgedrückt. Ihr könnt ja mal ein paar Kolumnen von Margarete Stukowski im Spiegel lesen. Wir hatten sie schon häufiger als Vlog-Thema. Ich denke, das muss sie abkönnen, wenn sie austeilt, muss sie auch reinstecken können. Aber die Dame ist jetzt nur wirklich kein Sinnbild der Meinungsfreiheit, drücken wir es mal so aus. Vor dem Hintergrund ist es doch irgendwie absurd, dass, naja, es ist echt wieder mal schwer in Worte zu fassen. Der Artikel war jetzt nicht als Satire gekennzeichnet, hat aber eindeutig satirische Elemente. Auf der anderen Seite kommt sie rum und versucht sich selber zu glorifizieren, wo ich, wie gesagt, nicht weiß, ob das nun zum Thema Satire gehört oder ob sie da doch irgendwie dran glaubt in ihrer Welt. Ich traue es ihr tatsächlich zu, denn das ist so dieses klassische, ich bin moralisch überlegen, ihr alle seid ganz, ganz böse und gemein, wenn ihr nicht macht, was ich will. Also huldigt wahrscheinlich auch noch der Margarete dazu. Aber wo wir gerade beim Thema Huldigungen sind, habe ich noch ein letztes Thema. Das kommt, glaube ich, auch aus der Welt oder aus der Berliner Zeitung. Ist auch nicht ganz so wichtig. Auf jeden Fall hat ein Experte einen Vergleich herangezogen, wie ähnlich sich doch Muslime und Christen, Christen sind in Bezug auf Weihnachten. Wie nah sie einander doch stehen. Ja, dann sagt man dem fundamentalen Moslem, dass er den Christen ganz nahe steht. Das finden die nicht ganz so geil. Der Experte hat sich allerdings auf die Gebetsbücher bezogen. Er hat den Koran mit der Bibel verglichen und meinte, dass ja sowohl Jesus als auch Mohammed Propheten waren und sie ja eigentlich gleichgestellt sind. Nochmal, sagt das mal dem fundamentalistischen Moslem, der wird, das kann ich jetzt nicht aussprechen, aber ihr könnt es euch wahrscheinlich ausmalen, was der mit dir macht, wenn du ihm das sagst. Und Mohammed ja so eine kleine Sonderstellung hat, weil der ist ja der letzte der Propheten. Ja, mag daran liegen, dass der Islam erst ein paar hundert Jahre alt ist und das Christentum 2000. Also könnte eventuell eine gewisse Kausalität bestehen. Egal. Es geht weiterhin darum, dass ja auch Maria im Koran so wichtig ist als Mariam und die einzige Frau, deren Namen erwähnt wird und so weiter. Dieses ganze Schönreden von wegen, sind ja alle gleich und habt euch doch alle lieb. Ja, rein von den Büchern her, da steht fast 1:1 der gleiche Blödsinn drin, das stimmt. Da hat wahrscheinlich der eine vom anderen abgeschrieben. Das ist irgendwie bei allen großen Weltreligionen ziemlich beliebt. Jetzt kommen wieder die ganzen Kirchen, diese ganzen, ich will ja keinen beleidigen, aber die ganzen Hardcore-Christen, die es jetzt nicht ertragen können, dass ich nicht an ihren heiligen Gott glaube und so, die sind teilweise genauso schlimm wie die fundamentalistischen Moslems, also ich sehe da oft keinen Unterschied. Egal, über welche Religion man sich auch nur im Keim kritisch äußert, da kommen sofort die, ihr habt meine Götter verletzt, ihr seid gemein, bla bla bla, wie kannst du nur, how dare you? Ich finde das ziemlich affig, denn jeder kann dran glauben, woran er will. Ich persönlich glaube nicht an dieses Zeug, das müsst ihr akzeptieren. Und da muss man auch nicht so durchdrehen und da irgendwie einen vom Stapel brechen von wegen Satan, was weiß ich nicht für ein Blödsinn. Also bitte glaubt dran, aber verschont mich damit. Aber zurück zum Artikel. Man hat versucht, zu Weihnachten so eine gekünstelte Harmonie herzustellen, die ja vielleicht in vielen Fällen auch funktioniert. Sicher, gibt ja auch gemeinsame Weihnachtsfeiern. Das ist durchaus was sehr Schönes, was sehr Lobenswertes. Aber wenn man tatsächlich mal nach dem geht, was im Koran tatsächlich wirklich so drinsteht, dann bezweifle ich, ob diese Harmonie in der Realität so umsetzbar ist. Denn es gibt ja durchaus den ein oder anderen Moslem, es gibt auch den ein oder anderen Christen, der da die einzige Wahrheit für sich vereinnahmen will. Da nimmt sich ja jede Religion nicht viel. Aber es gibt, fassen wir es mal zusammen, sehr viele fundamentale Religiöse, die ein großes Problem damit haben, dass es möglicherweise Leute gibt, die an andere Götter glauben, die dann vielleicht sogar ähnliche Sachen in ihren Büchern stehen haben, weil das eine ist ja dann ganz, ganz böse und gemein, das stimmt ja alles nicht. Und gerade im Koran ist es eben traurigerweise auch so, dass da durchaus noch drinnen steht. Ich glaube, das war früher bei den Christen auch so. Das hat man dann irgendwie gestrichen oder so. Es gibt ja das Alte und das Neue Testament, aber ich bin da kein Experte. Ich will euch da jetzt keinen Mist erzählen. Aber im Koran steht eben definitiv drin, dass es keinen anderen Gott als Allah gibt und dass es da, naja, mit den Ungläubigen und so. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch in der Bibel steht oder ob man das mittlerweile schon reformiert hat, weil das hat sich ja weiterentwickelt, was auch nicht jede Religion von sich behaupten kann. Aber es ist einfach nur absurd und weltfremd, so zu tun, als hätten sich alle auf diesem Planeten lieb, weil es stehen ja ähnliche Sachen im Buch. Ja, mein Gott, das ist immer eine Auslegungssache. Sicher, die könnten sich alle lieb haben, das wollen sie aber nicht. Solange jeder seine einzige Wahrheit da für sich gepachtet haben will, dann werden die sich auch nicht alle lieb haben.
Und da sollte man vielleicht auch der Realität ins Auge blicken, nur weil es da irgendwie einen Presseartikel gibt, wie ähnlich sich doch die Bücher sind. Da wird es mit Sicherheit keinen fundamentalistischen Moslem geben, der da irgendwie seine Einstellung gegenüber Andersgläubigen ändert, genauso wenig, wie es das bei Christen geben wird. Also das Problem an sich ist die Religion, beziehungsweise sind die Religionen. Es ist ja nicht nur auf eine bezogen. Beziehungsweise eigentlich im Ursprung mal deren Auslegung. Denn wer da friedlich an seine Götter glaubt, der tut in der Regel niemandem irgendwas, das ist klar. Der kann vielleicht mit den anderen nicht viel anfangen, der glaubt da nicht dran, das ist ja auch absolut legitim. Aber in der Regel akzeptiert der die anderen. Sofern er nicht auf diesem Trip ist, das, was da die Heilige Bibel sagt, das ist Gesetz, da muss er jetzt unbedingt das alles genauso auslegen, wie es drinsteht, genauso im Koran, dann kracht es natürlich. Also wer irgendwo noch ein bisschen selbst denkt und nur daran glaubt, weil es muss ja irgendwie eine höhere Macht geben oder so, habe ich auch von einigen gehört, der ist in der Regel die harmlose Zielgruppe. Auch das natürlich wieder auf beide oder auf alle drei großen Religionen gemünzt. Aber die Wortklauberei betreiben und dann tatsächlich dieses, sie müssen sich äußern an alles halten, was irgendjemand ihnen vorbetet, die eben nicht selber denken, sondern einfach nur das wiedergeben, was ihnen irgendjemand mal einen Input reingeschissen hat, jetzt ganz, ganz böse ausgedrückt, die werden nicht miteinander klarkommen. Die wollen das auch gar nicht. Und ich denke, das sollte man vielleicht auch mal thematisieren. Das ist eben nicht mit einem Presseartikel getan ist, dass man das auch nicht wegdiskutiert bekommt, sondern dass das ein ganz massives Problem ist, was sich auch ganz besonders zu Weihnachten wieder äußert, denn da gab es ja auch schon die ein oder anderen Hassbotschaften, nicht nur in irgendwelchen fundamentalistischen Gruppen der Religion des ewigen Friedens, die ja da häufiger mal zu diversen Straftaten gegen Christen und so weiter aufrufen. Das Gleiche gibt es natürlich auch bei fundamentalen Christen und so, die rufen dann eben, die rufen vielleicht nicht unbedingt zu Straftaten auf, aber die tun ihren Unmut über die jeweils andere Gruppe auch meistens relativ vehement kund. Naja, laut Press ist natürlich alles schön und gut, weil das sind ja die gleichen Personen erwähnt. Herzlichen Glückwunsch. Soll uns aber das Fest nicht verderben. Glaubt, woran ihr wollt. Futtert, was ihr wollt. Lasst euch von keinem vorschreiben, was bei euch auf der Weihnachtstafel steht. Und ich habe noch ein Weihnachtskätzchen für euch. Schaut mal. Juni, magst du deine Leute grüßen? Juna, das ist jetzt dein Moment. Ja, du siehst begeistert aus. Naja, ihr seht, Juna geht's gut und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann.